Hallo und herzlich willkommen zurück bei bei Minecraft, der Weihnachtsedition. Moment, jetzt muss ich noch mal ganz kurz meine Aufnahmeuhr holen. So, jetzt aber. Und ich will immer noch ein Gletscherbiom mit euch finden. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir das anstellen. Und solltet ihr die vorherigen Folgen nicht gesehen haben, wir spielen immer noch in der 1.7.2. Da ich ja im Let's Play mit der 1.6.2 spiele, so ich muss mich erstmal wieder reinfinden hier. Und deswegen auch keine 1.7.2 Sachen vorstellen kann. Und deshalb spielen wir halt jetzt hier in der 1.7.2. So! Das ist gut. Sollen wir mal hier wieder an Land gehen? Die sind echt nice. Nehmen wir uns jetzt eine mit. Hui! Hui! Huch! Ach, Schweinchen, mach doch sowas nicht. Und wir bauen uns ja auch kein Haus und nichts, sondern wir gehen hier einfach random. Wir ziehen hier random durch die Gegend. Solltet ihr das noch nicht bemerkt haben. Also hier sind wir ja immer noch ganz falsch. Also ich muss sagen, ich finde das einerseits extrem cool, dass das jetzt so gemacht ist, dass man halt wirklich, wenn man Eislandschaft will, auch in eisigere Gebiete ziehen muss. Aber es ist auch, ja, jetzt halt schwerer, das ganze andere Holz und so zu finden oder halt eine Savanne. Oder ich habe letztes Mal Ewigkeiten gesucht, also in meiner anderen Welt, um einen Dschungel zu finden. Nicht Dschungel. Dschungel habe ich gar nicht gefunden. Eine Wüste wollte ich. Ich habe Ewigkeiten gesucht und ich habe keine Wüste gefunden. Und da war ich dann noch ein bisschen traurig. Land in Sicht! Oder kommen wir da durch? Doch, das sieht nach Fluss aus. Dann können wir da vielleicht weiter schippern. Das finde ich schade, dass sie das... ich weiß nicht, ob das so ist. Aber dass wir mal wissen, ob wir jetzt eher in wärmere Gefilde uns bewegen, weil hier fängt jetzt Sand an. Ah, oder ist das nur ein Strand? Nee, ich glaube, das ist nur Strand. Oder ob wir uns jetzt wirklich langsam in Gletschernähe... Boot! Klettern wir mal darum. Irgendwas wollte ich gerade erzählen, jetzt habe ich es gerade voll vergessen. Egal. Hui! Also hier sind schon mal die Dingensbäume. Das muss doch eigentlich heißen, dass es hier kälter wird, weil die gab es ja, glaube ich, früher nur im Schneebiom. Soweit ich mich daran erinnern kann. Auf was man jetzt natürlich noch wartet, sind irgendwelche, wie diese Dschungeltempel oder die Pyramiden in den Wüsten. Solche Sachen wären jetzt natürlich noch geil für die neuen Biome. Nur glaube ich, dass wenn sowas kommt, wieder die ganze Spielwelt zerstört wird und es muss wieder ein neues Update geben und hier lala und hopsasa, ihr kennt das ja alles und das ist ein bisschen nervig, dass man das nicht einbinden kann. Okay, ich kann mir aber auch keinen Weg vorstellen, wie man das einbinden kann, aber dass halt jedes Mal die aktuelle Spielwelt so ein bisschen kaputt geht oder halt nicht mehr benutzbar ist, weil sie nicht mehr aktuell ist. So, wir schlagen jetzt hier wieder unser Lager auf. Gute Nacht. Oh, guten Morgen. Weiter geht's. Tja, 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 tja. Los, meine Kampfschafe, helft mir. Oder auch nicht. Wo sieht es denn hier nach Schnee aus? Weil die Teile können ja auch einfach auf einen Berg hindeuten. Schafe sind schon mal ein gutes Zeichen. Schafe stehen für... Weiße Wolle und weiße Wolle ist fast wie Schnee und Schnee suchen wir ja. Ich weiß halt nicht, also ich sag jetzt einfach mal, es gibt warme Biome, kalte Biome und normale Biome und jetzt weiß ich halt nicht, ob das hier schon zu den kalten gehört. Oder noch zu den Normalos. Das wäre mal gut zu wissen. Weil dann würden wir uns ja immer noch in dem riesen Normalo-Biom befinden und da ist schon wieder der Sand. Oh. Das ist immer noch der Märchenwald. Also ich nenne ihn jetzt Märchenwald, der heißt ja, glaube ich, Dichterwald. Aber Märchenwald gefällt mir persönlich besser. Weil es ist so märchenhaft. Toll, da geht der Wald weiter. Ich will keinen Wald mehr. Och nö. Dann halt jetzt in die Richtung.
So, wir tauschen wieder Boot und Bett. Oh, das sieht hier end scary aus mit den... mit den Thunfischen. Nicht Thunfischen. Oh Gott, wie komme ich jetzt auf Thunfisch? Mit den Tintenfischen. Oh, nom, nom. Huch, ein Sumpf. Okay. Ah, nein, das Schlimmste, was passieren konnte. Ah, nein, alles nur kein Sumpf. Blöden Lillipads. Das gibt's doch nicht. Wie groß sind denn jetzt diese Riesenweltenbiome? Ich weiß gar nicht, wie man die Oberkategorie von denen nennt. Also das, was ich jetzt gerade hier als Normalo und warm und kalt bezeichne. Dum, 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 dum. Ja, da sagst du aber was. Gehen wir mal ein bisschen hoch darüber. Da sind Berge. Auf Bergen liegt eventuell Schnee. Und vielleicht wird es dann da auch kälter. Nicht mal auf den Bergen liegt Schnee. Was scheint hier für Berge? Moment, jetzt tue ich mal meine Lautsprecher hier weg. Dann habe ich Platz für meine Maus. Aber da hinten sind schon wieder... Immer wenn ich diese Bäume sehe, habe ich Hoffnung. Aber sie wird meist zerschmettert.